Hallöchen, Puppüchen, und willkommen zurück zum wunderbaren Let's Play von Elex. Und ja, mittlerweile habe ich mich an das Spiel gewöhnt und ja, wir wollen jetzt hier rein in die Stadt der Kleriker. Einen Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Jetzt mal ganz doof, ja? Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Ich möchte einer von denen werden, deswegen werde ich dem jetzt ganz klar sagen, was Sache ist. Ist dir klar, dass vor euren Toren mit gefälschten IDs gehandelt wird? Zeig her. Gute Arbeit, das wäre mir nicht aufgefallen. Bürger wie dich können wir hier gebrauchen. Ich gebe dir eine legale ID und du bringst diese gefälschten IDs zu Erich. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Die gefälschten IDs, die du mir gezeigt hast, bringst du direkt zu Erich. Bei ihm meldest du jeden, den du ohne Papiere in der Stadt triffst. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Dankeschön. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Ich war auch einmal ein Alp. Wenn das so ist, kannst du direkt zu deinen Artgenossen gehen. Je besser wir euch unreines Pack überwachen können, umso gesünder für alle von uns. Ihr mögt hier geduldet sein. Aber glaub ja nicht, dass wir euch nicht im Auge behalten. Und mach es dir nicht zu gemütlich, denn schon bald werden wir die Welt von eurer Existenz bereinigen. Shit. Eigentlich wollte ich jetzt einfach ehrlich sein, damit der sagt, gut, du siehst nicht mehr so aus und so weiter, aber scheiße. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Ach fuck, Alter. Genau das, was ich nicht wollte, ey. Naja, egal. Ich habe gesagt, ich lade sowas nicht mehr und dann mache ich das auch nicht. Muss jetzt mit der Konsequenz, mit dieser Entscheidung muss ich jetzt leben. Oh, da ist ein Flugblatt gewesen, warte mal. Warum habt ihr nicht eine Möglichkeit eingebaut, das direkt anzuklinken? Das ist doch Banane, Alter. Ein Erlass der Kleriker legt fest, dass jeder Bewohner von Abessa sich ab sofort freie Rationen bei York abholen kann. Die Kleriker. Du Scheiße.
Okay, wir schauen uns hier einmal ein bisschen um. Da steht einer. Vielleicht reden wir mal mit dem. Finger weg von meinen Maschinen. Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Ich habe mir gar nichts in den Arsch geschoben. Du brauchst Ersatzteile? Ich besorge sie dir. Moment, du willst helfen? Wenn das so ist, geh zu Erich und besorg sie mir. Aber lass mich nicht hängen. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort, Erich. Lutz, meine ich. Okay. Hey, Paige. Ah, Frischfleisch. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Du wärst nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Okay. Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlich einen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Und das lässt du dir gefallen? Mir sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Vertraust du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. Oh, ich bin verliebt, Alter. Paige. Meine Traumfrau. Hi, Riley. Du, hör mal. Ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen.
Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein, mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Und du glaubst, hier ist es besser? Eine Zeit lang war ich davon überzeugt, ja. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Guck mal, der verschränkt immer die Arme, hat an der linken Hand eine Wunde und ein Messer in der Schulter, da an der Brust. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak, ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Uch. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Okay. Wegen Brabak. Wo treibt er sich herum? Meist hält er sich in der Nähe der Kneipe auf. Folge einfach deiner Nase. Wenn es nach Pisse riecht, bist du richtig. Überlass ihn mir. Ich halte dich nicht auf. Im Gegenteil. Wenn du denkst, du schaffst ihn, richte ihm aus, dass er sich von mir fernhalten soll. Auch wenn es wohl besser wäre, wenn du ihm hinterrücks ein Messer in die Rippen rammst. Ich hätte es jedenfalls schon längst getan, aber dazu fehlt mir der Mut. Aber ganz egal, wie du es anstellst, komm danach zu mir und ich zahle dich aus. So, siehst du, Brabak. Auch erledigt. Zu einfach. So einfach, ja. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Was haben wir hier? Energieriegel. Oh. Kann man das halt aufmachen? Nö. Nö, du? Hast du was verloren? Ich nicht. Aha. Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee. Ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste, Alter, den Aufzug transportieren lassen. Wie diese Rüstung alleine aussehen, ne? Da. Den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Gut, vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Dasselbe. Na dann. Was hinter? Da darf man wahrscheinlich nicht durch, so wie er da steht. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Du willst ihre Köpfe?
Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Von welchen Outlaws redest du genau? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Okay, hier ist noch ein Hintereingang irgendwie jetzt, oder was? Ja, hier geht's nochmal in die Stadt. Ah, der Staub der Straße beehrt mich. Also, was bist du? Händler, Kopfgeldjäger oder ein Niemand wie die meisten da draußen? Ich bin ein Heimatloser. Och, wie rührend. Mir kommen glatt die Tränen. Aber bevor du nach einem Rest Dosenfutter bettelst, hier, betrachte es als eine Spende vom Duke. Er hat mir genug davon mitgegeben. Behalte deine Almosen. Eine Spende vom Boss abzulehnen ist unklug. Du solltest seine Großzügigkeit zu würdigen wissen. Wie lebt es sich hier? Bevor du anfängst, mir Löcher in den Bauch zu fragen, rauch erstmal eine mit mir. Ich habe das beste Zeug dabei, also, was darf's sein? Was hast du anzubieten? Trolldung oder Rattenschorf, erstklassige Ware. Du kannst es dir auch durch die Nase ziehen, ein Wort und du hast eine Kostprobe. Lass gut sein. Naja, deine Entscheidung. Ab und zu ist ein bisschen Durchzug in der Birne genau das Richtige. Mehr für mich, weniger für dich. Und weil du wissen wolltest, wie das Leben hier ist, sollten wir zum geschäftlichen Teil kommen. Geschäfte? Mit dir? Natürlich. Oder siehst du hier sonst noch jemanden, der die Taschen voller Splitter hat? Also, die Sache ist die. Die Kleriker drücken seit Jahren dieser Stadt ihren Stempel auf. Und der Duke denkt, dass sie das auf kurz oder lang überall vorhaben. Kurz gesagt, die Kuppelstadt könnte der Ausgangspunkt für einen Feldzug sein. Und das beunruhigt ihn. Mein Auftrag ist es, herauszufinden, ob sich da was zusammenbraut, das uns gefährlich werden kann. Welche Informationen hast du bisher über die Kleriker zusammengetragen? So gut wie nichts. Ich habe mich bisher nicht sonderlich geschickt angestellt. Du brauchst einen Spitzel, nehme ich an. Kluges Kerlchen. Und ich verrate dir auch, warum ich dich einweihe. In deinem Blick sehe ich, dass du ihnen nicht auf den Leim gehen wirst. Du bist nicht so einfältig und glaubst jeden Mist, den man dir vorkaut. Und was erwartest du jetzt von mir? Alles, was du tun musst, ist einem Typen auf den Zahn zu fühlen. Lutz heißt der Bursche und arbeitet als einer von Alois Technikern. Soweit ich weiß, versucht die Bande mit ihren Brüdern in Ignadon Funkkontakt herzustellen. Quetsch ihn also aus und bring ihn zum Singen. Ich will wissen, ob in nächster Zeit eine Offensive bevorsteht. Sobald du eine brauchbare Information gewonnen hast, kommst du zurück. Wenn du glaubst, ich handle gegen die Kleriker, liegst du falsch. Gegen ist so ein hässliches Wort. Sagen wir einfach, du arbeitest für deine Tasche. Also tu mal nicht so scheinheilig und mach dich locker. Vergiss es. Wenn du irgendwo in deinem Kopf einen Funken Restverstand hast, erkennst du hoffentlich, wie dumm es ist, vor diesen Typen zu kriechen. Warum glaubst du, dass ein Techniker über die Strategie der Kleriker Bescheid weiß? Ganz einfach. Wenn irgendwo ein Draht durchschmort, wird er gerufen. Schwingt er dann den Schraubenschlüssel, schnappt er sicher etwas auf. Es ist also gar nicht notwendig, dem Funkmeister auf den Sack zu gehen. Ein kleiner Umweg und wir kriegen die Informationen auch so. So. Gerade noch den Mund voll, Entschuldigung. Hab während dem Gelaber jetzt immer gerade ein bisschen was gegessen. Da plätschert schon wieder einer. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! Mhm.
So hübsch und doch so vorlaut. Noch so ein blöder Spruch und du wirst mich kennenlernen, Freundchen. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha. Wenn sie sich doch genau so um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha! Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk's sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Ha. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren. Und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein. Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Super, haben wir eine neue Begleiterin. Ist doch cool. Aber bevor wir jetzt hier weiter durch die wunderschöne Kuppelstadt gehen, mache ich hier nochmal einen Cut. Ihr kennt das Ganze. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Haut da rein. Ciao, ciao.